So, ich bin heute bei Casa und das ist der Mann, der das gemacht hat. Hi. du wolltest... Was hast du gemacht eigentlich? Ja, ich erzähl dir mal ein bisschen was. Also das sind orientalische Vorspeisen aus dem ganzen arabischen Raum. Ja, wir machen sie halt ein bisschen anders. Ich komme ursprünglich aus Casablanca. Die haben halt unseren eigenen so einen kleinen Touch von uns. Ja. Aber im Grunde genommen sind es arabische Vorspeisen. Ja. So, das ist dann zum Beispiel hier. Das ist ein Baba Ganoush. Das heißt ein Aubergine-Püree. Aubergine-Püree mit Sesam und halt mit dementsprechend Gewürz, mit ein bisschen Kreuzkümmel drin, Zitronensaft und so weiter. Okay. Ja. Das sind also klassische Weinblätter, ja. Ja, gefüllt mit Reis. Das sind Riesenbohnen, auch in der Tomatensauce, auch ein bisschen unsere Art reingebracht. Ja. Und das ist ein Chili-Hummus mit ein bisschen, aber mild, so, hat eine leichte Schärfe, nicht zu viel. Ja, klassisch, Basis halt Kichererbsen, wie so ein klassischer Hummus halt. Und das ist auch ein Hummus. Wir machen ihn halt mit Thymian, Verzichten und Knoblauch und ja, unseren eigenen Touch so ein bisschen rein. Und dann haben wir hier noch einen Rote-Bete-Hummus. Ja. Und ja, das ist auch wieder so typisch ein bisschen marokkanisch, da ist ein bisschen Zimt drin. Wir machen ganz auch gewisse Sachen, die nicht so ja, halt für jeden. Soll die Sinne ein bisschen anregen, dass ein bisschen was Unterschiedliches ist. Ja. Und das sind halt klassische Oliven, auch marokkanisch, bisschen die einen, die schwarzen machen wir eher so ein bisschen pikant. Ja. Und die anderen sind eingelegt in Zitrone und Thymian und ein bisschen Rosmarin quasi. Ja. Ja. Und halt Olivenöl, viel Olivenöl. Okay. Und ja. So, dann essen wir mit dieser Flaggenbord. Wir machen das extra so ein bisschen knusprig, nochmal unter den Grill, damit du halt eine schöne Konsistenz, damit es einfacher zu essen ist. Ganz einfach. Dann schält man das so schön aufs Brot. So. Prima. Schmeckt, habe ich irgendwas richtig gemacht? Vielen Dank. Und dann geht's weiter.